Also, ich bin Tamara Henschel, habe damals das Beratungszentrum für ausländische Mitbürger 1990 mit Unterstützung des Ausländerpolitischen Runden Tisch gemeinsam mit Vietnamesen gegründet und dann 1993 den Verein Reistrommel und arbeite seitdem im Verein, war zwischenzeitlich immer mal auch Vorsitzende, dann Geschäftsführerin und heute bin ich Rentnerin. Überhaupt den Kontakt ist entstanden dadurch, dass Vietnamesen bei mir im Wohngebiet in Wohnheime eingezogen sind. Und meine Kinder haben als erstes die Vietnamesen entdeckt und fanden die total lieb und freundlich und so. Und für mich selber, ich war alleinerziehend und habe eine Arbeit gesucht in der Nähe meiner Wohnung. Und habe dann mitgekriegt, dass in dem Wohnheim Arbeitskräfte gesucht werden und habe mich dann dort beworben und bin dann als Betreuerin eingestellt worden. Am Anfang war es auch Betreuung, also das heißt die Begleitung zum Arzt, Begleitung zum Einkleiden und so weiter, also alles, was so zu tun war. Post verteilen, Reparaturen, die im Haus machen wurden und so. Nachher wurde es aber immer mehr Kontrolle im Hinblick auf Schwangerschaften und im Hinblick auf Kontakte ins nichtsozialistische Ausland. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass die DDR, die sich ja so als solidarisch, insbesondere dem vietnamesischen Volk gegenüber dargestellt hat, ja, eigentlich moderne Sklaven geholt hat. Also 87 habe ich den Job angefangen im April und Ende 87 hatten wir im Wohnheim die erste Geburt eines Kindes und die Mutter hat, warum das so war, habe ich erst später begriffen, hatte offensichtlich eine Wochenbettpsychose aufgrund der psychischen Anspannung. Sie wusste, welche Verbote es gab, die wir nicht wussten. Und für sie war klar, also sie wird abgeschoben mit dem Kind. Und es war nichts vorbereitet. Die Frau hatte zwei Windeln, ein Strampler und ein Hemdchen für das Kind und sonst hat sie nichts gehabt und ist dann aus dem Krankenhaus gekommen, war bei uns im Sanitätszimmer und dann kam die Mütterfürsorge, Mütterberatung und hat dann festgestellt, dass die Frau eine Wochenbettpsychose hat und das Kind sofort wieder zurück ins Krankenhaus musste. Aber da die Mutter schon entlassen war, konnte Mutter und Kind nicht zusammen aufgenommen werden. Das heißt, sie musste jeden Tag zum Krankenhaus, zu Hause Milch abpumpen und die Muttermilch ins Krankenhaus bringen. Aufgrund der psychischen Belastung ist die Muttermilch auch sehr schnell ausgeblieben. Und ich habe die Frau jeden Tag mit begleitet, als das dann nachher okay war, dass Mutter und Kind sich gefunden haben und die Mutter auch das Kind angenommen hat, dann ist sie allein gegangen. Und dann habe ich mit dem Betrieb gesprochen, dass eigentlich jetzt Zeit wäre, Mutter und Kind mal zusammen zu, also dass die am Wochenende mal zusammen sein können. Und der Betrieb hat es dann untersagt. Und dann hatte ich mit dem ärztlichen Direktor gesprochen, das Kinderkrankenhaus in Lichtenberg, und der hat die den Wochenendurlaub zu mir nach Hause genehmigt. Das war aber vollkommen gegen das Abkommen, weil eine Privatunterbringung außerhalb des Wohnheims war nicht gestattet. Und durch Zufall habe ich erfahren, dass die Mutter vom Wohnheim und das Kind vom Krankenhaus gleich zum Flughafen geschafft werden sollte und abgeschoben werden. Zu dem Zeitpunkt hat
die, wie gesagt, die Mutter keine Muttermilch mehr hat und die Muttermilch auf dem Schwarzmarkt damals in Vietnam hat so viel gekostet wie ein Gehalt eines Beamten. Das heißt, sprich, das wäre der Tod für das Kind gewesen, weil sie nicht eine Amme findet oder so, das Kind ernähren kann. Und das habe ich dann dem ärztlichen Direktor erzählt, was da geplant ist. Und er hat dann sofort eine Fluguntauglichkeit für Mutter und Kind ausgestellt. Und damit ist die Abschiebung ja geplatzt. Nächste Fettnäpfchen. Weil ich habe jetzt gegen das Abkommen verstoßen, und zwar das Mutter und Kind, also weil Kinder hier und Familiengründung war nicht geplant. Und dann wurde die Mutter unter sowas wie Hausarrest gestellt und ein Kontaktverbot zu mir. Und ja, wir haben uns dann heimlich getroffen. Ich habe auch versucht zu helfen, dass sie wieder zurückkommen kann, wenn Kind abgeschoben wird. Der Kinderarzt war involviert und hat dann auch die weitgehend milchfreie Ernährung das Kind umgestellt. Und wir haben es eigentlich auch geschafft, dass die Frau, die Mutter ausreisen sollte und das Kind nach Hause bringen und wieder zurück, damit sie weiter ihre Familie und auch damit auch das Kind unterstützen konnte. Und was mich sehr entsetzt hat, war, dass die vietnamesischen Gruppenleiter dafür gesorgt haben, dass das letztlich auch eine Endausreise geworden ist. Also sie konnte nicht wieder zurückkommen. Und wir haben das nicht mal 12 Stunden vorher, vor der Ausreise erfahren. Also es war für mich sehr traumatisch, zumal ich selber Mutter bin und das überhaupt nicht einordnen konnte. Das war für mich völlig, völlig daneben. Ja, und dann gab es eben ungewollte Schwangerschaften, die ich nicht gemeldet habe. Und ich habe eine Sache erlebt, da war es eine Frau auch aus meiner Gruppe, aus meinem Betrieb, im 8. Monat abgeschoben worden, also mit einem richtig dicken Bauch und mit viel Gepäck, und die kam aus Südvietnam und hat die ganze Zeit gebettelt, sie sollen sie bitte nach Saigon schicken und nicht nach Hanoi. Und letztlich ist sie doch nach Hanoi geschickt worden und musste dann mit dem Zug und ihrem ganzen Gepäck und dem dicken Bauch nach Saigon. Und unterwegs hat sie alles ihr Gepäck verloren und das Kind mit und ist dann in Saigon ja, ohne alles angekommen. Damit konnte ich überhaupt nicht umgehen und das konnte ich auch. Und da ich auch immer wieder dagegen mich verhalten habe, auch dagegen was gesagt habe, sollte ich eigentlich als Betreuerin dann rausgeschmissen werden. Und dann habe ich mich gewehrt und dann wurde ich wenigstens strafversetzt in eine Männergruppe. Und da waren dann aber auch 6 Frauen. Und die erste war dann gleich nach 2 Monaten schwanger. Also das ging dann auch gleich weiter. Und was dann auch das Abkommen nicht abgedeckt hat, ich habe mich selbst verliebt in einen Vietnamesen. Und das war auch nicht im Rahmen des Abkommens. Und bin dann auch Ende März gekündigt worden. Also 1990 mit dem Geburtstag von Hitler los, kannte dieses Datum vorher gar nicht und war für mich eine ziemlich einschneidende Sache. Da war ich aber noch Betreuerin. Dass es eine Ansage gab von rechten Gruppen aus Westberlin, die also bis nach Ahrensfelde, also vom Übern Alex bis nach Ahrensfelde marschieren wollten und die Wohnheime angreifen. Und dann haben wir für Polizeischutz gesorgt. Die standen auch hinter unserem Wohnheim. Und letztlich ist es aber nicht passiert, weil linke Gruppen am Alex diesen Marsch verhindert haben. Und
Ja, in der Folge war es eben wirklich so, dass also auf ja, anders Aussehende, also nicht nur Vietnamesen, regelrechte Treibjagden gemacht wurden und teilweise Vietnamesen, aber auch wie gesagt andere Nationalitäten sich gar nicht mehr getraut haben, auf die Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so zu fahren. Und ein paar Vietnamesen haben Führerscheine gefälscht und haben dann auch ein Auto gehabt und haben dann Leute gebracht, geholt. Und teilweise haben Betriebe, wo noch Kollegen, Leute gearbeitet haben, ihren Mitarbeitern, ihren ausländischen Mitarbeitern erlaubt, im Betrieb zu schlafen, bis es wieder hell war. Und also es war eine ganz schwierige Zeit. Und in Azan, das erste Opfer, war der Cousin von meinem jetzigen Mann. Und der ist so schlimm geschlagen worden, dass er bis heute behindert ist. Also er hat ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Innenohrverletzung und kriegt eine Rente vom Weißen Ring. Und da gab es die erste Demo gegen diesen Rassismus, der dann aufkam. Und in der Folge, ja, ich glaube ein Jahr später, ist dann auch der Tu in Ahrensfelde erstochen worden. Und die Gewalt verschob sich dann auch immer mehr von rechten Gruppen auf auch Polizisten, sodass also auch der Rassismus von Polizeibeamten ausgelebt wurde. Und es immer mehr Berichte gab von Polizeiübergriffen. Und wir haben die dann angefangen zu sammeln, also Gedächtnisprotokolle aufgeschrieben und so. Und ja, der Auslöser, es gab dann eine 93, Anfang 93, eine Auseinandersetzung zwischen Vietnamesen und Polizei. Die ist ausgelöst worden durch die ganzen Erlebnisse, die die Leute so in der Stadt und so hatten. Und die Polizei hatte eine Razzia gemacht im Wohnheim in Ahrensfelde. Und vorher gab es schon mal eine Razzia, wo eine schwangere Frau eine Waffe vom Kopf gehalten wurde im Schlaf. Und die hat natürlich so einen Schock bekommen und hat dann im sechsten Monat ihr Kind bekommen. Und damals hatte ich ein Gespräch mit dem Arzt vom Zentrum für Folteropfer, der mir damals gesagt hat, also das wird nichts, also entweder stirbt das Kind oder wird schwer behindert bleiben. Aber muss man sagen, großen Dank an den Professor Schneeweiß von der Kinderklinik in Friedrichshain, der und das Team, die wirklich geschafft haben, dieses Kind A, dass es überlebt hat und B, dass es heute völlig normal ist und jetzt inzwischen selber eine Mutter ist und ein eigenes Kind hat. Und also Gott sei Dank ist die Sache gut ausgegangen. Aber damals war es der Auslöser für diesen Widerstand von Vietnamesen. Und es gab eine riesengroße Schlacht gegen die Polizei. Und also wo auch das erste Mal Vietnamesen sich gewehrt haben, also wirklich richtig gewehrt haben gegen diese Übergriffe. Und ich bin dann noch dazu gekommen, war diese Auseinandersetzung schon im vollen Gange. Die Feuerlöscher sind aus dem Fenster geflogen und also gab richtig Straßenschlacht. Also es war, aber davor war, wie gesagt, diese Razzia und die Frauen mit den kleinen Kindern, die mussten den ganzen Tag in der Sonne draußen auf der Straße, auf den Grünanlagen verbringen. Die durften nicht in die Zimmer rein. Im Wohnheim wurden Vietnamesen an die Heizkörper gefesselt mit Ketten. Und
im Fahrzeug, in einem Polizeifahrzeug, wo doch ein Vietnamese an dem, da muss nicht Stänge drin sein, so in diesem Einsatzfahrzeugen festgekettet und auch geschlagen worden sein. Und haben wohl deutsche Kinder gesehen und haben die Vietnamesen informiert, dass er da geschlagen wird. Und dann war das praktisch das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wir haben dann Rechtsanwälte geholt, die dann die Leute wieder aus der Haft rausgeholt haben und dass die Verfahren eingestellt werden konnten. Und ja, und die Vietnamesen wollten zu dem Zeitpunkt sich wehren, indem sie also protestieren und indem sie die Autobahn sperren. Aber sehr viele Betroffene von diesen Aktionen waren Vietnamesen, die zu dem Zeitpunkt noch im Asylverfahren waren. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, wir können nicht die Autobahn sperren, das dürft ihr nicht machen. Ihr seid in Berlin illegal, ihr dürft ja nicht in Berlin sein und dann verhaften die euch gleich. Also wir müssen eine ordentliche angemeldete Demo machen. Und das haben wir dann auch gemacht und dann wurde unser Demonstrationszug so geleitet, dass eigentlich ja keiner mitkriegt, dass wir demonstrieren. Also Havemannstraße, Märkische Allee bis zum Kaufhof, damals hieß es Kaufhof, es geht und den einen Eingang haben sie zugemacht und von wo wir kommen sollten und der andere blieb offen für die Bevölkerung. Und als ich dann gemerkt habe, dass was da geplant war, habe ich dann gesagt, los, kommt, wir gehen die Marzahner Promenade hoch und haben die Route geändert und sind dann wirklich so gelaufen, dass auch die Bevölkerung mitkriegt, dass wir demonstrieren. Und ja, das fanden die natürlich überhaupt nicht gut. Und dann sind wir hatten inzwischen Räume gehabt, da in der Habermannstraße, in dem Wohnheim, sind wir aus unseren Räumen geflogen. Wir durften da nicht mehr bleiben und haben dann ein bisschen Geld gekriegt von der evangelischen Kirche, dass wir uns Räume suchen, woanders Räume suchen konnten und unsere Arbeit weitermachen konnten.